Forum Kibus, Episode 4. Pandora. Oh, seht euch das an. Der Dom ist verschont geblieben. Selbst die Sitzbänke stehen noch an ihrem Platz. Wir hatten Glück, dass der Eingang nicht verbarrikadiert war. Oh Mann, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Das Glück hat uns also noch nicht verlassen. Und jetzt? Suchen wir das geheime Labor oder was es auch ist? Wir müssen in die Katakomben. Ich vermute, der Eingang liegt irgendwo im hinteren Teil. Kommt, wir sehen mal nach. Gemeinsam suchten wir den Eingang zu den Katakomben. Das Militär hatte bereits einige Vorkehrungen und Umbaumaßnahmen getroffen. Eine kleine Treppe führte hinab, bis zu einem kleinen Tor. Es war nicht verschlossen. Dahinter verbarg sich ein langer, wenn auch schmaler Tunnel. Mit der Taschenlampe konnten wir Vorrichtungen für elektrisches Licht erkennen. Dann erreichten wir eine kleine Halle mit massiven Säulen. Allerlei medizinische Geräte standen an den Wänden. Es war alles viel größer und geräumiger, als wir dachten. Die Wände waren teilweise mehrere Meter hoch. Von dort aus gingen zwei Gänge ab. Über einem entdeckten wir ein Schild mit der Aufschrift Virologie und dem Biohazard-Symbol, das Zeichen für Biogefährdung. Wir hatten unser Ziel erreicht. Wahnsinn. So groß habe ich es mir wahrlich nicht vorgestellt. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht, wer oder was noch hier unten ist. Wir brauchen Licht. Irgendwo muss es eine Stromquelle geben. Einen Generator oder sowas. Eine Stromversorgung aus der Steckdose ist doch etwas unwahrscheinlich. Es gibt bei solchen medizinischen Anlagen immer eine Notversorgung, falls das zentrale Netz mal ausfällt. Wenn wir die finden, hätten wir nicht nur Licht. Okay, ich mach mich dann mal auf die Suche. Karin, kommst du mit? Klar, ich komme. So im Dunkeln, nur mit Taschenlampenlicht, ist es ganz schön gespenstig hier. Wisst ihr, was mir etwas merkwürdig vorkommt? Nein, was meinst du? Auf dem ganzen Gelände haben wir nicht eine Leiche entdeckt. Ebenso keinen Kadaver von den Untoten. Und hier unten? Nichts. Wo sind sie alle hin? Du hast recht, hier unten auch nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Warum ist das wichtig? Dann haben sie die Station eben evakuiert oder so. Eine so wichtige Station, in der wir angeblich das Heilmittel herstellen, einfach evakuiert. Hier scheint es keinen Kampf gegeben zu haben, soweit man das beurteilen kann. Ein Feuer scheint auch nicht ausgebrochen zu sein. Also, was ist hier passiert, dass man die Station aufgegeben hat? Ja, das ist mehr als merkwürdig. Selbst wenn man die Station nicht mehr benötigt hätte, wäre sie nicht einfach so verlassen worden. Die ganze Laboreinrichtung. Wisst ihr, was sowas kostet? Ihr macht mir echt Angst. Entschuldige, das war nicht unsere Absicht. Aber Jan hat recht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sie haben die Station einfach verlassen, ohne was mitzunehmen. Also muss irgendetwas vorgefallen sein. Endlich. Wir haben wieder Licht. Karin und Simon haben den Generator gefunden. Dann können wir uns jetzt die Forschungsabteilung genauer ansehen. Also Laura, wonach müssen wir suchen? Ich meine, die werden hier ja nicht einfach eine Flasche mit der Aufschrift Heilmittel herumliegen haben, oder? Da wir, also das Virologenteam, das Heilmittel erst noch entwickeln sollten, wird es leider nicht so einfach. Man hat mir bei der Anreise damals nur wenige Informationen gegeben. Der zuständige Ärztestab war sehr vorsichtig und beschränkte sich nur auf das absolut Nötige. Typisch Regierung. Ging mir nicht anders. Ist beim Militär aber nichts Ungewöhnliches. Was schlägst du vor, Laura? Naja, ich gehe davon aus, dass man bereits an einem Virostatikum gearbeitet hat, da der menschliche Körper nicht alleine mit der Seuche oder dem Virus fertig werden kann. Denkbar wäre natürlich auch ein Impfstoff, der ein Virus aufhalten, aber eben nicht heilen kann. Es muss also Unterlagen über Erreger, Testpersonen oder Versuchsreihen geben. Womöglich gibt es sogar einen Patient Null. Patient Null? Was ist das? In der Medizin nennen wir so den Ersterkrankten, von dem die Krankheit ausgeht und sich verbreitet. Also sowas wie der Ursprung,
Das wäre ideal. Okay, dann lasst uns suchen. Hier geht es zum Labor. Laura, sollten wir nicht lieber Schutzkleidung oder sowas anlegen? Wer weiß, womit die da herumexperimentiert haben. Du meinst, es könnte uns noch schlimmer treffen als die Untoten, die da draußen auf uns warten? Stimmt auch wieder. Lasst uns hier anfangen. Leute? Hallo? Wo seid ihr? Laura? Jan? Wir sind hier im Labor. Einfach durch die Schleuse gehen. Oh Mann, das ist ja stark. Ein unterirdisches Labor. Wow. Und? Habt ihr schon was gefunden? Nein, wir haben gerade erst angefangen. Alle Tests und Ergebnisse müssen dokumentiert werden. Genau danach suchen wir. Wir helfen mit. Komm, Simon. Sie sind in der Kirche verschwunden. Was machen wir jetzt? Wir folgen ihnen. Gut. Die Untoten haben sie ja freundlicherweise schon abgelenkt. Du begleitest mich, David. Ja. Die anderen sorgen dafür, dass die ungezogenen Kannibalen uns nicht folgen können. Verstanden? Ja, Chef. Ja, Chef. Machen wir, Boss. Und wie sieht dein Plan aus? Da wir nicht wissen, was uns da unten erwartet, sollten wir vorsichtig sein und auf einen geeigneten Zeitpunkt warten. Nichts überstürzen. Ich setze auf unsere sehr überzeugende Feuerkraft, wenn wir zuschlagen. Sie werden uns das Heilmittel aushändigen. Und im Gegenzug können sie gehen. Du willst sie gehen lassen? David, mein Lieber. Natürlich nicht. Sobald wir das Heilmittel haben und wir sie nicht mehr brauchen, knallen wir sie einfach ab und brennen alles nieder. Warum niederbrennen? Reicht nicht einfach ein humaner Kopfschuss? Wenn sie dort das Heilmittel herstellen können, könnten es auch andere tun. Wenn wir also ganz allein über das Heilmittel verfügen wollen, ist eine vollständige Zerstörung unausweichlich. Wir brauchen nur die Rezeptur. Und du willst die komplette Kirche abfackeln? Wenn es sein muss, brenne ich ganz Köln nieder, um zu bekommen, was ich will. Und ich will das Heilmittel. Also wollen wir... Hey, ich glaube, ich hab da was. Was hast du gefunden? Das ist eine Kompaktkassette. Hier liegen noch mehr rum. Und jetzt schaut mal, was da draufsteht. Projekt Lazarus. Und ein Datum. 14. März 1985. Ja, zu der Zeit hat es ungefähr angefangen. Die ersten Toten, die zurückkehrten. Die Seuche breitete sich aus. Das war grauenhaft. Und es ging so schnell. Einige Wochen später wurden wir schon evakuiert. Und jetzt? Es ist kein halbes Jahr vergangen und ich komme mir vor wie die letzte Überlebende. Das geht uns wohl allen so. Mich würde aber interessieren, was auf der Kassette ist. Klingt nach einem Audiotagebuch oder so. Warte mal, das ist kein Problem. Hier steht auch ein Kassettenrekorder. Aufnahme, 14. März 1985, Unterirdische Forschungseinrichtung Kölner Dom, Dr. Hans Reinhardt, Forschungsleiter. Projekt Lazarus gerät außer Kontrolle. Die Infizierten können nicht zurückverwandelt werden. Keine der bisherigen Medikamenttherapien zeigt Wirkung. Das Virus mutiert immer schneller und ist unkontrollierbar. Die Stammzellen sterben ab und werden nicht erneuert.
Der Körper zerfällt. Die Blutaufnahme verlangsamt nur den körperlichen Zerfall der Infizierten. Allerdings bleibt die Gehirnaktivität dabei partiell bestehen, wenn auch auf das Nötigste begrenzt. Der Neokortex ist zerstört, was weiterhin den Verlust der Sprach-, Denk- und Lernfähigkeit erklärt. Ebenso sind Frontallappen und Frontalstirn schwer geschädigt. Die Aktivitäten beschränken sich auf die primitivsten Fähigkeiten wie Hören, Sehen, Bewegen und Reagieren. Gott. Sauerstoffgehalt im Blut geht gegen Null. Elektrolyte sind ebenfalls nicht mehr vorhanden. Die Infizierten benötigen keinen Sauerstoff zum Atmen. Das Blut weist zahlreiche Spuren von Substanzen auf, die ich bisher nicht näher klassifizieren kann. Meine Vermutung ist, dass die von mir entwickelten Viren im Körper weiter mutieren und das Blut entsprechend manipuliert wird. Man lebt weiter, obwohl man bereits tot ist. Das Virus bleibt weiterhin über Blutkontakt übertragbar, ebenso über einen Biss der Infizierten. Die Verlegung in das unterirdische Labor verlangsamt meine Arbeit. Fachkräfte sind bereits angefordert. Die Regierung versucht sich bereits an Schadensbegrenzung. Nach meiner Expertise jedoch zu spät. Das Virus hat seinen Weg in die Freiheit gefunden. Habe ich das gerade richtig verstanden? Das von ihm entwickelte Virus? Was soll das bedeuten? Was meint er damit? Bedeutet es, was ich denke? Das ist unmöglich. Moment mal. Sie waren schon unter dem Dom, bevor die Seuche so richtig ausgebrochen ist? Dann hätten Sie es ja... Da ist noch mehr. Es geht noch weiter. Bei der letzten Testreihe bin ich auf eine Anomalie gestoßen. Ich habe versucht, ein Gen zu isolieren, um die DNS, wie ich es nenne, zu rekalibrieren. Die Zellstruktur ist durch den Virus so manipuliert, dass sich körperliche Änderungen und Mutationen deutlich schneller entwickeln können. Meine Vermutung ist, dass sich der Körper auch im Umkehrschluss gegen eine Mutation, wie sie mein Virus im Blut verursacht, wehren kann. Das isolierte Gen muss nur richtig editiert werden. Ich werde eine neue Versuchsreihe starten, um die Widerstandsfähigkeit der Infizierten zu testen. Beginnen werde ich mit einem parasitären Pilz, der einen Kontrollverlust über den Körper des Wirts verursacht. Der Name des Pilzes ist... Was zum Teufel soll das alles bedeuten? Virus, Gen, Rekalibrierung, DNS? Laura, was hat er damit gemeint? Ich habe nur die Hälfte verstanden. Laura? Ich ahne Furchtbares. Das passt zu dem Eintrag, den ich gerade gelesen habe. Und ist denn nur... Laura, was bedeutet das? Ich hätte es wissen müssen. Projekt Lazarus ist nicht der Name für das Heilmittel. Projekt Lazarus ist das Virus. Die Seuche, das, was die Untoten da draußen erschaffen hat. Wir haben sie erschaffen. Du meinst, dieses Virus ist für die Seuche verantwortlich? Und wir, oder besser dieser Dr. Reinhardt, hat das in einem Labor entwickelt? Er meinte, die Regierung betreibt bereits Schadensbegrenzung. Also haben sie davon gewusst? Gewusst? Die Regierung hat es in Auftrag gegeben. Das Ganze ist ein Regierungsprojekt. Was? Die Regierung wollte Untote züchten? Ich glaube vielmehr, dass sie eine Möglichkeit gesucht haben, Tote wieder zum Leben zu erwecken. So liest sich das alles hier. Das ist doch lächerlich. Tote wieder auferwecken. Ach du meine Güte. Auf eine perverse Art hat er es doch geschafft. So hat sich Dr. Reinhardt das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Da muss was gewaltig schiefgelaufen sein. Nicht nur, dass das Virus freigesetzt wurde, meine ich. Das Virus mutierte und verursachte diese Anomalien im Blut. Man lebt weiter, obwohl man schon tot ist. Schrecklich. Das klingt immer noch alles so unwirklich. Ich bin sprachlos. Jetzt wundert mich die Geheimhaltung keineswegs mehr. Aber was ist mit dieser neuen Versuchsreihe? Und diesem isolierten, Gen? Ja, das habe ich auch nicht kapiert. Was soll das bedeuten, ein Gen isolieren? Okay, unsere DNS besteht aus vielen Bausteinen. Jeder Baustein ist ein Gen, in dem Informationen enthalten sind, unser Erbgut. Genauso verfügt auch ein Virus über einzelne Gene in seinem DNS-Strang. Durch die Veränderung solcher Bausteine kann man DNS so manipulieren,
dass wir beispielsweise gegen bestimmte Erkrankungen immun sind. Oder wir können ein Virus verändern und auch neu erschaffen. Also so zumindest die Theorie. Dr. Reinhardt muss ein brillanter Wissenschaftler gewesen sein, wenn ihm das gelungen ist. Dann wäre ein Impfstoff der letzte Ausweg gewesen? Die Natur eines jeden Virus ist es, sich auszubreiten und zu vermehren. Ein Impfstoff wäre unsere Rettung gewesen. Aber können wir nicht einfach weitermachen? Du hast hier ein eigenes Labor. Wir machen da weiter, wo Dr. Reinhardt aufgehört hat. Ach, wenn es so einfach wäre. Das Virus ist mittlerweile x-fach mutiert und ich müsste wieder ganz von vorne anfangen. Außerdem bräuchte ich einen infizierten Probanden, der sich noch nicht in einen Untoten verwandelt hat. Ich schaue mich mal weiter um. Vielleicht finden wir noch etwas über dieses neue Experiment. Das mit den Pilzen, meine ich. Laura. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade nicht weiter. Soll alles wirklich umsonst gewesen sein? Wir sind so weit gekommen und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Ach, ich fürchte, die Aussichten auf ein Heilmittel oder Impfstoff sind mehr als nur gering. Das isolierte Gen und eine Art Rückverwandlung klingt für mich äußerst experimentell. In der Theorie mag das alles funktionieren. Und wenn er Erfolg gehabt hat? Ich will niemanden falsche Hoffnung machen. Aber die Infizierten willkürlich mit aggressiven Parasiten als Wirt zu benutzen, ist mehr seiner wissenschaftlichen Neugier geschuldet, als dass er wirklich ein Gegenmittel finden das wollte. Das müsst ihr euch mal ansehen. Kommt her! Schaut euch das an! Die haben hier ein gigantisches Tor in die Wand eingelassen. Der Stahl funkelt fast immer noch wie neu. Was ist das für ein Zeichen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist ein Biohazard-Symbol, das Zeichen für biologische Gefahr. Das bedeutet nichts Gutes. Hat das was mit den Genversuchen zu tun? Was meinst du, Laura? Befinden sich hinter dem Tor vielleicht noch andere Untote aus den Experimenten? Möglich. Wir sollten aber in jedem Fall dafür sorgen, dass dieses Tor geschlossen bleibt. Ich möchte gar nicht wissen, wer oder was sich dahinter befindet. Schaut mal, hier steht so eine Konsole. Sieht wie ein Schaltpult aus. Damit lässt sich das Tor öffnen, vermute ich. Dann lass lieber die Finger davon. Das ist irgendwie schaurig hier unten. Und hier wolltet ihr das Virus erforschen? Gruselig. Naja, von wollen kann hier keine Rede sein. Ich muss mir die Forschungsergebnisse nochmal anschauen. Wonach suchst du? Dr. Reinhardt hat weitere Versuche unternommen. Diese Anomalie. Er war etwas auf der Spur. Sonst würde er nicht derartige Experimente unternehmen. Die Sporen von parasitären Pilzen können auch heilende Wirkungen für das Immunsystem bewirken. Du scheinst ja fast begeistert zu sein. Entschuldigt. Es ist nur... Ihr müsst euch das so vorstellen. Beides sind Parasiten. Das Virus und der Pilz. Beide wollen sich ausbreiten und vermehren, wie bei einem Wettstreit mit ungewissem Ende. Laura hatte eine Theorie über dieses Pilzexperiment. Ach, wohl mehr eine verwegene Theorie. Dr. Reinhardt wollte die Resistenz und das Verhalten seines Virus testen. Viren sind anpassungsfähig. Er könnte damit sogar etwas ganz Neues entwickelt haben. Das klingt schon sehr fantastisch. Wenn auch erschreckend logisch. Wenn ich mir dieses Stahltor so ansehe, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Experiment eine ähnlich verheerende Wirkung gehabt hatte wie sein Virus. Aber wie bringt uns das weiter? Das würden uns die Ergebnisse sagen, wenn er überhaupt so weit gekommen ist. Wartet mal. Das hier könnte interessant sein. Ach, so ein Mist. Das sind handschriftliche Aufzeichnungen, die ich kaum entziffern kann. Lass mich mal versuchen. Warte mal, da sind einige Passagen ganz verschwommen. Als hätte jemand Wasser oder sowas drüber geschüttet. Aber hier. Der Infizierte zeigt vorerst keine Reaktion auf den Parasiten. Körpertemperatur und ausgeprägte niedere Instinkte unverändert.
Erste Reaktion nach 2 Tagen. Das Virus reagiert aggressiv auf die Pilzsporen. Oh Mann. Körpertemperatur ansteigend. Am 3. Tag erste Verformungen an Kopf und Extremitäten mit was? Anschließenden pilzähnlichen Wucherungen. Wucherung? Das kann ich hier nicht mehr lesen. Aber hier, 11. Tag. Sehorgane überwuchert. Mutant gibt Zischlaute von sich. Ähnlich wie bei Fledermäusen. Echt jetzt? Pilzsporen bilden sich und treten aus kleinen Öffnungen im Kopfbereich aus. Unglaublich. Das klingt ja ekelhaft. Musste Labor unter Quarantäne stellen. Mutanten äußerst aggressiv. Mehr kann ich leider nicht entziffern. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Mutanten? Das ist ja grausam. Was hat dieser Dr. Reinhardt da nur erschaffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, was sollen denn die langen Gesichter? Freut euch doch. Euer Lieblingsonkel ist zu Besuch. Und er hat euch was zum Spielen mitgebracht. Keiner von euch bewegt sich. Auf eure beschissenen Knie und Hände hinter den Kopf, wenn ich bitten darf. Los! Ihr habt wirklich geglaubt, ihr könntet entkommen, nicht wahr? Eure enttäuschten Gesichter sprechen Bände. Was jetzt, Chef? Durchsuchen? Aber gründlich, mein Bester. Wir wollen doch keine Überraschungen erleben. Da stimmt ihr mir mit Sicherheit zu. Du kannst dir dein vornehmes Getue sonst wohin stecken. Wir wissen, was du bist. Du gehst über Leichen, Richard. Alles nur zu deinem Vorteil, nicht wahr? An eurer Stelle würde ich das Maul nicht so weit aufreißen. Es könnte euch nicht besonders gut bekommen. Verstanden? Hände auf den Rücken! Alle! Lass mich los! Und wir werden uns jetzt mal in Ruhe unterhalten. Wenn ihr meine Fragen brav beantwortet, wird das euer Leben signifikant verlängern. Wir haben dir nichts zu sagen, Richard. Das sehe ich leider etwas anders. Karin, nicht wahr? Fangen wir doch mit dir an. Lass Karin in Ruhe, du Schwein! Ich hatte dich gewarnt. Lass ihn in Ruhe! Ich sage dir, was du willst! Sophie, nicht! Du hältst den Mund! Wem willst du denn etwas vormachen? Er bekommt immer, was er will. Ihr habt keine Ahnung, wozu er fähig ist. Sophie! Oh. Es überrascht mich nicht, Sophie, dass gerade du reden willst. Das Fähnchen im Wind. Immer auf der Seite der Gewinner. Hm? Aber sie hat recht. Was sollen wir schon ausrichten? Ah, da spricht die Vernunft. Also, möchtest du mir etwas sagen, Laura? Wir wissen genau, was du willst. Das Heilmittel. Ein Heilmittel, das dich gegen den Biss der Untoten immun macht. Messerscharf erkannt. Und ich werde es auch von euch bekommen. Da habe ich Neuigkeiten für dich. Es ist eine Lüge. Es existiert kein Heilmittel. Diese ganze Anlage hier, eine einzige große Lüge. Treib es nicht auf die Spitze, Schlampe. Meine Barmherzigkeit hat Grenzen und ich könnte mich leicht vergessen. Also, erzähl mir keine Märchen. Es ist kein Märchen, sondern Realität. Projekt Lazarus ist nicht das Heilmittel. Es ist der Ursprung dieser Seuche. Erzähl uns keinen Scheiß sonst! Sagte David. Lass sie ausreden. Das angebliche Heilmittel ist ein Virus, erschaffen in einem Labor. Dieses Virus ist für all das hier verantwortlich. Oh, und du glaubst ernsthaft, dass ich dir dieses Märchen abkaufe?
Ich glaube, David, wir müssen hier eine ganz andere Methode anwenden. Das ändert gar nichts an der Wahrheit. Laura lügt nicht. Überzeug dich doch selbst. Wir haben ausreichend Beweise. Es gibt sogar eine Tonbandaufnahme. Hör sie dir an. Dann wirst du endlich kapieren, dass es kein Heilmittel gibt. Richard, komm mal. Sie haben nichts bei sich, was nach einem Heilmittel aussieht. Und hier konnte ich auch nichts entdecken. Was machen wir, wenn Sie die Wahrheit gesagt haben? Ich kaufe Ihnen diese Geschichte nicht ab. Sie wollen Ihren Kopf retten und tischen uns eine Lüge nach der anderen auf. Und was ist mit dem Beweis? Diese Tonbandaufnahme? Du meinst, wir sollten sie uns mal anhören? Ja, irgendetwas stimmt da nicht. Die ganze Sache hier stinkt. Lass dich nicht in die Irre führen. Dieses Labor wurde nicht ohne Grund errichtet. Irgendetwas wurde hier unten hergestellt und diese Maden werden uns sagen, was es war. Ich meine ja nur, das Tonband könnte vielleicht irgendwelche Informationen enthalten. Meinetwegen. Aber wenn es sich als Finte herausstellt, machen wir kurzen Prozess mit Ihnen. Gut. Alles klar. Nun denn, meine Freunde, dann zeigt uns mal eure Beweise. Laura, aufstehen. Du wirst mir jetzt das Tonband vorspielen und ihr anderen bleibt schön auf euren Knien. David hat ein Auge auf euch. Alles klar, Chef. Jetzt wird sich zeigen, ob ihr lügt oder die Wahrheit sagt. Wir haben die Wahrheit gesagt, David. Du wirst sehen. An deiner Stelle würde ich die Schnauze halten, Sophie. Wenn wir dich nicht aufgenommen hätten, wärst du längst Futter für die Streuner. David, schau dich mal um, ob es hier etwas Essbares gibt. Das könnte hier noch eine Weile dauern. Alles klar, Chef. Und ihr bewegt euch nicht. Keine Dummheiten. Oder Richard schießt Laura in den Kopf und ich euch. Verstanden? Richard hat ein Gewehr auf Laura gerichtet. Der zögert doch keine Sekunde. Geben wir ihnen doch einfach, was sie wollen. Was? Bist du jetzt übergeschnappt? Richard wird die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Das wissen wir alle. Wir brauchen eine Ablenkung. Aber wie und womit? Mit der Büchse der Pandora. Du bist übergeschnappt. Simon, versteh doch, das ist unsere Chance zu entkommen. Ich verstehe es nicht. Was meinst du, Karin? Das Tor. Ich meine das verschlossene Tor. Mein Gott, Karin. Wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Das ist Wahnsinn. Hey, ihr! Haltet gefälligst euer Maul! Das ist unsere einzige Chance. Oder glaubst du, dass Richard uns einfach hier rausspazieren lässt? Er wird uns einfach töten. Das wird er. Mit Sicherheit. Also, was sollen wir tun? Wir müssen Richard überzeugen, dass hinter dem Tor das Heilmittel versteckt liegt. Wir brauchen Chaos, um zu fliehen. Aber was ist, wenn hinter dem Tor gar nichts ist? Oder diese Mutanten längst verreckt sind? Wir müssen es riskieren. Achtung, David kommt zurück. Sagte ich nicht, ihr sollt die Schnauze halten? Was gibt es hier zu tuscheln? Rede, verdammt! Lass mich. Wir haben gar nichts. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Du sagst mir sofort, was ihr hier getuschelt habt! Oh. Was ist da los, David? Die glauben, die können mich verarschen. Du redest jetzt auf der Stelle! Was soll das Theater hier? Worüber habt ihr geredet? Mach endlich dein Maul auf! Es ist... Wir haben... Es gibt vielleicht doch eine Möglichkeit... Wovon zum Teufel redest du? Das Tor. Wir glauben, dahinter könnte sich... Was?
Was ist hinter dem Tor? Wir glauben, dahinter könnte vielleicht ein Lager sein. Ein Lager? Ein Lager für was? Karin, nein! Tu es nicht! Halt dein Maul! Was für ein Lager? Für das Heilmittel. Das Heilmittel? Also doch. Das stimmt nicht, Richard. Es ist kein Lager. Laura, es ist vorbei. Wir können es nicht mehr verheimlichen. Was? Langsam habe ich die Schnauze voll. Ich schwöre, noch eine Lüge von euch und ich blas euch den Schädel weg. David, ganz ruhig, mein Freund. Also, ich muss meinem Freund zustimmen. Meine Geduld ist am Ende. Wenn ihr nicht alle einen grausamen und schmerzvollen Tod sterben wollt, sagt ihr mir auf der Stelle die Wahrheit. Ein geschützter Raum mit massivem Eisentor. Was wird sich wohl dahinter verbergen als das Wertvollste dieser Zeit? Ich sehe es dort hinten. Wie öffnet man das Tor? Davor steht eine kleine Konsole. Damit müsste man das Tor öffnen können. Worauf warten wir dann noch? Aufstehen! Ihr geht vor. Na los! Aufstehen! Beeilung! Was geht hier vor? Vertrau uns. Das ist unsere letzte Chance. Wenn das Chaos ausbricht, lauf um dein Leben. Worauf wartest du, Soldat? Öffne das verdammte Tor! Ich mach schon! Gott steh uns bei. Was zum Teufel ist da drin? Was ist das? Scheiße. Ja. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Richard, wir sollten verschwinden. Sofort! Wir müssen das Tor wieder schließen. Das da drin darf nicht raus. Es geht nicht! Das Tor lässt sich nicht wieder schließen! Versteht ihr das? Es war ein Gefängnis und wir haben es geöffnet! Das ist unmöglich. Das kann nicht Richard, sein. Richard, wir müssen hier abhauen! Scheiß auf das Heilmittel! Hier wird niemand verschwinden. Und dir, Jan, rate ich, das Tor wieder zu schließen. Sofort! Scheiße, das versuche ich ja! Wir müssen hier weg. Die Monster, die Mutanten. Sie kommen! Ich sagte, niemand geht! Erlegt die verfluchten Monster! Jetzt! Lauf! Lauf! Ich wusste, es ist eine Falle. Dafür knall ich euch über den Haufen. Decker! Richard, wir müssen hier weg! Wir müssen weg! David, komm zurück! Du erbärmlicher Feigling! Verräter! Da kommen sie, die Mutanten! Wir müssen von ihr verschwinden. Schmeiß das Regal um, dann haben wir Deckung und diese Monster erreichen uns nicht so schnell. Machen wir. Die Monster dürfen uns nicht den Weg nach draußen abschneiden. Es gibt hier nur einen Ausgang nach oben. Bleibt in Deckung. Gleich haben sie uns erreicht. Wir müssen fliehen. Sofort. Verdammt, Sophie, bleib in Deckung. Da! Sophie, komm! Bleib hier! Komm! Sophie, hinter dir! Achtung! Nein! Hilfe! Sophie! Sophie! Simon, wir müssen hier raus! Los!
Heute, das ist unsere Chance! Zum Ausgang! Los! Dafür werdet ihr bezahlen! Ihr entkommt mir nicht! Achtung! Er hat den Generator getroffen! Zieht die Köpfe ein! Oh nein! Erkennen. Ist jemand verletzt? Ich glaube nicht. Jan, was ist mit dir? Alles in Ordnung, aber mein Schädel brummt. Wo ist Richard? Wo ist er hin? Keine Schüsse mehr. Die Mutanten... Wartet mal. Seid mal leise. Haben wir sie erwischt? Ich kann sie nicht mehr hören. Vermutlich vom Steinschlag erschlagen. Genau wie Richard. Das wissen wir nicht. Wir sollten dennoch von hier verschwinden. Auf der Stelle! Es gibt nur ein kleines Problem. Schaut nur. Der Eingang. Er ist verschüttet. Das darf doch nicht wahr sein. Und irgendwo darunter liegt Sophie begraben. Den bekommen wir schon wieder frei. Es sind nicht so viele Steinbrocken. Das schaffen wir. Simon... Wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Für Trauer bleibt uns keine Zeit. Legen wir los. Kommt schon. Beeilen wir uns. Habt ihr das gehört? Leute, seid doch mal still. Ich habe nichts gehört. Da ist irgendwas. Ich auch nicht. Doch. Da war etwas. Das ist nicht Richard. Das sind die Mutanten. Sie haben überlebt. Los, los, los. Halt den Eingang frei. Schnell. Schneller. Wir müssen jetzt Schutz wegräumen. Hilf mir hier. Der Stein ist größer. Schneller! Es kommt! Oh, was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Sie hörten Mortuorum Cibus, Episode 4, Pandora. Eine Mein-Ohren-Kino-Produktion in Zusammenarbeit mit hörspielprojekt.de. Thank you.
Unglaublich. Einfach unglaublich. Das klingt schon fast fantastisch. Eine starke Geschichte. Ich kann es kaum glauben. Das Ganze hier, die Seuche, die Untoten, haben wir einem Experiment zu verdanken. Wir dachten immer, das wäre eine Art Krankheit gewesen. Wahnsinn. Und die Mutanten? Ja genau, stimmt das wirklich? Diese Typen haben die Mutanten befreit? Diese Viecher breiten sich so verdammt schnell aus. Überall hinterlassen sie ansteckende Sporen. Wie konnten sie das nur tun? Es ist wirklich ein Wunder, dass du das überlebt hast. Was ist mit den anderen passiert? Sie sind alle tot. Die Mutanten haben sie erwischt und ich konnte gerade noch so entkommen. Leider konnte ich sie nicht mehr aufhalten. Die hatten diese wahnsinnige Idee von einem Heilmittel. Die waren absolut verrückt. Gut, dass wir dich gefunden haben. Du warst lange alleine unterwegs, nicht wahr? Hier, nimm noch was von der Suppe. Wir haben noch einige Vorräte. Wir wollen uns hier eine Zeit niederlassen. Wenn du willst, können wir uns zusammentun. Was meinst du? Vielen Dank. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ich mag Gesellschaft und ich mag treue Freunde. Ha, dann ist es abgemacht. Zusammen überleben wir länger. Das ist sicher. Wie du meinst.